Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um die Schwangerschaftsübelkeit, die krankhafte Schwangerschaftsübelkeit. Hyperemesis gravidarum. Viele Fragen haben mich dazu erreicht. Viel Spaß beim Video. Bevor wir mit der Hyperemesis mehr ins Detail gehen, müssen wir aber auch ganz klar klären bzw. uns vor Augen halten, dass es eine normale Schwangerschaftsübelkeit gibt, die sogenannte Emesis. Und da sind bis zu 90% aller Frühschwangeren betroffen. Das heißt, 90% aller Frauen haben in den ersten Schwangerschaftswochen, das Maximum ist so um die 10. Woche, eine Übelkeit. Die ist ganz normal natürlich und geht dann nach der 12. bis 15. Schwangerschaftswoche langsam zurück. Abzugrenzen davon ist ganz klar die Hyperemesis gravidarum, das heißt die krankhafte Übelkeit bzw. das krankhafte Erbrechen in der Schwangerschaft. Und laut Definition ist das ein Erbrechen über 5-mal am Tag, unabhängig von Tages- oder Nachtzeit. Das heißt, die Frauen werden teilweise auch nachts wach mit Brechreiz, müssen sich erbrechen und auch einer Elektrolytentgleisung. Das heißt, durch dieses viele Erbrechen ist es einfach der ganze Stoffwechselhaushalt, die ganzen Elektrolyte durcheinander. Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass man diese zwei unterscheiden muss. Nicht jede Schwangerschaftsübelkeit ist gleichzeitig eine Hyperemesis, auch wenn es im Volksmund gleich in einem Satz manchmal genannt wird. Aber die Hyperemesis ist tatsächlich erst ab 5-maligem Erbrechen und auch nächtlichem Erbrechen laut Definition. Was man auch im Hinterkopf behalten sollte, das gilt aber auch an die Ärzte da draußen, nicht jede Übelkeit in der Schwangerschaft ist auch schwangerschaftsbedingt. Es gibt zahlreiche andere Erkrankungen, die natürlich mit einer Übelkeit oder Erbrechen einhergehen. Das heißt, erst wenn diese anderen Ursachen ausgeschlossen sind, dann kann man erst von einer Hyperemesis gravidarum sprechen mit diesem krankhaften Erbrechen, die schwangerschaftsbedingt ist. Lustigerweise, eigentlich ist es gar nicht so lustig, weiß man heutzutage überhaupt noch nicht so hundertprozentig, woran das liegt. Es muss wahrscheinlich irgendwas mit den erhöhten Hormonspiegeln zu tun haben. Dieser Beta-HCG, also das Schwangerschaftshormon schlechthin, hat seinen Peak, also seinen höchsten Punkt, ungefähr an der 10. bis 11. Schwangerschaftswoche. Und da ist natürlich auch die Übelkeit immer am meisten ausgeprägt. Und deswegen kann das schon auch mit verschiedensten Hormonen in der Schwangerschaft zu tun haben. Nicht nur der Beta-HCG-Spiegel, auch Progesteron, Östrogen und andere Hormone scheinen damit auch zu tun zu haben. Aber wie gesagt, das weiß man hundertprozentig noch gar nicht. Man hat auch gesehen, dass bei Allergikerinnen, also Frauen, die allergische Vorgeschichte haben, die Hyperemesis etwas ausgeprägter ist bzw. etwas häufiger vorkommt. Auch das scheint bei der Hyperemesis einfach eine Rolle zu spielen. Aber nicht nur physiologische Dinge, das heißt messbare Werte für uns scheinen eine Rolle zu spielen. Auch die Psyche scheint da eine große Rolle zu spielen. Man hat gesehen, dass wenn die Frauen getrennt sind von ihrem sozialen Umfeld, zum Beispiel in einem stationären Aufenthalt, sehr davon auch profitieren können, wenn sie einfach ein bisschen geistig wieder ein bisschen runterfahren, ein bisschen zur Ruhe kommen. Deswegen ist auch ein großer Therapiebaustein die Vermeidung von Stress und Einflussfaktoren, die eben die Schwangerschaftsübelkeit noch vermehren können. Gibt es eigentlich Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich eine Hyperemesis gravidarum entwickeln könnte? Die gibt es tatsächlich. Studien haben da was gezeigt, dass zum Beispiel jüngere Patienten um 50% häufiger von der Hyperemesis betroffen sind als ältere, also über 30-jährige Patientinnen. Dann gibt es noch einen Hinweis darauf, dass wenn man früher eine Hyperemesis gehabt hat, das in der nächsten Schwangerschaft auch wieder passieren kann. Das haben wir schon in so vielen Videos gehört. Wenn man etwas schon mal gehabt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es wieder bekommt, ein wenig erhöht. Außerdem hat man auch gesehen, dass etwas adipösere, also dickere Menschen oder Patientinnen auch eher zu einer Hyperemesis neigen als jetzt sehr, sehr dünne Patientinnen. Die Langzeitfolgen für das Kind ist auch häufig gefragt. Hat das jetzt irgendwie eine schlimmere Prognose, dass ich eine Hyperemesis habe? Breche ich so viel, verliere ich so viel Gewicht und Energie, dass mein Kind darunter leidet? Und da haben jetzt mittlerweile Studien gezeigt, dass es da wohl keine Korrelation gibt. Das heißt, selbst wenn du eine ganz schlimme Hyperemesis in der Frühschwangerschaft hattest, hat das wohl nichts mit dem Outcome, also dem Resultat der Entbindung dann zu tun. Das Geburtsgewicht des Kindes bei Hyperemesis-Patienten scheint da überhaupt nicht beeinträchtigt zu sein. Das heißt, man kriegt jetzt nicht viel zu leichte oder unterentwickelte Kinder zur Welt. Eine Korrelation gibt es aber doch tatsächlich bei Hyperemesis-Patienten, die betrifft aber eher die Frühschwangerschaft. Sie neigen eher zu Blutungen und dadurch auch eher zu Frühaborten oder Frühgeburten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass einfach der intraabdominelle Druck, das heißt der Druck, der beim Erbrechen auch auf den Bauchraum stattfindet, da Blutung verursachen kann und durch die Blutung natürlich auch Frühgeburten oder Frühgeburtsbestrebungen ausgelöst werden können. Das hat eine Studie gezeigt. Die restlichen Ängste, die so viele Frauen haben mit einer Hyperemesis, dass das Kind zu klein werden könnte, die sind aber von Studien ausgeschlossen worden. Über die Symptome haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen. Über 5-maliges Erbrechen in der Schwangerschaft
ist typisch für die Hyperemesis gravidarum. Auch ein Gewichtsverlust über 5% des Ausgangsgewichts der Frau ist übrigens ein Indiz dafür, dass da der Körper sehr, sehr leidet und zu viel Gewicht verloren wird. Logischerweise führt das wiederholte Erbrechen einfach zu einer Elektrolytverschiebung oder einer Stoffwechselentgleisung. Man kann sich vorstellen, alles, was man isst, kommt eigentlich direkt auf direktem Wege wieder hinaus. Der Körper hat gar keine Zeit, die Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen und in den Blutkreislauf irgendwo zu übergeben, sondern ganz im Gegenteil, er zehrt eher von den Reserven der Frau. Außerdem ist bei Erbrechen, selbst wenn man nichts gegessen hat, immer sehr, sehr viel Elektrolyt dabei. Das heißt, man verliert Natrium, man verliert Kalium. All das kann dazu führen, dass das Stoffwechselgleichgewicht einfach total in Disbalance gerät. Die Frauen können gereizt sein, vermehrt müde sein. Das geht sogar so weit, dass sogar Verwirrtheitszustände sein können. Sogar so stehende Hautfalten, wie man es bei alten Omis und Opis kennt, die zu wenig Wasser zu sich genommen haben an heißen Tagen. Das heißt, wenn man sehr, sehr viel Wasser verliert, trocknet der Körper quasi innerlich und äußerlich aus. Und das alles zusammen führt natürlich zu einer absoluten Abgeschlagenheit, Müdigkeit, man fühlt sich hundeelend und dazu kommt noch die ständige Übelkeit, das ständige Erbrechen, das zehrt auch an den Nerven. Wie sieht jetzt die Diagnostik für den Arzt aus? Ganz klar, wenn die Frau solche Symptome schildert, dann kann man schon an Hyperemesis gravidarum denken. Es lohnt sich aber auch nochmal das Blutbild zu kontrollieren, manchmal spielen die Schilddrüsenwerte auch völlig verrückt. Das Blutbild muss sich einmal komplett angeschaut werden und dann kann man insgesamt die Diagnose stellen, Hyperemesis gravidarum. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie therapiere ich jetzt das Ganze? Muss ich direkt in die Klinik fahren oder kann ich das Ganze auch von zu Hause therapieren? Und wann ist überhaupt der Zeitpunkt gekommen, dass mein Stoffwechsel jetzt entgleist, dass es wirklich nicht mehr weitergeht? Und da habe ich einen Tipp, es gibt sogenannte kleine Urintests, gibt es in jeder Apotheke zu kaufen, ist so ein bisschen ähnlich wie so ein Schwangerschaftstest. Man pullert drauf oder man stellt es dann in den Urin rein. Und da gibt es ganz, ganz viele Felder von irgendwelchen Entzündungszeichen. Aber es gibt auch noch ein Feld, die sogenannten Ketonkörper. Und Ketonkörper, um das kurz zusammenzufassen, nicht zu weit auszuschweifen, sind einfach dann da, wenn der Körper seine eigenen Reserven anzapft. Wenn eigentlich der Stoffwechsel so weit fertig mit der Welt ist, dass jetzt die eigenen Reserven angezapft werden, dann ist dein ganzer Körper voller Ketonkörper. Und die werden dann mit dem Urin ausgeschieden. Die kann man mit so einem kleinen Urintest messen. Und wenn die positiv, einfach, zweifach, dreifach, vierfach positiv sind, solltest du doch mal die Frauenärztin, Frauenarzt anrufen, Termin machen oder sogar in die Klinik fahren. Ansonsten ist die Therapie einer Hyperemesis grundsätzlich auch zu Hause möglich. Man muss nicht unbedingt in die Klinik fahren, um da irgendwelche Infusionen zu bekommen. Es gibt dann zahlreiche Medikamente, die man nehmen kann. Es gibt eine psychosomatische Therapie, die man sich selbst so ein bisschen aneignen kann. Es gibt Akupunktur, die sehr gut wirken kann. Und es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel, die man nehmen kann, die die Schwangerschaftsübelkeit sehr, sehr gut stabilisieren kann. Ich werde ganz oft gefragt nach dem richtigen Medikament, dem richtigen Wirkstoff gegen eine Hyperemesis gravidarum und wurde auch zu diesem Video ganz viel gefragt, ob ich da mal nennen kann. Welches wirkt denn besonders gut? Welches kann ich mir eigentlich schenken? Und da ich dieses Video aber relativ neutral halten möchte, mache ich ein anderes Video. Wer mich kennt, der weiß, diese Klartext-Videos, da spreche ich über meine eigene Meinung, über meine eigenen Erfahrungen und werde da auch ein paar Wirkstoffnamen und Wirkstoffe und Medikamente auch nennen beim Namen. Dieses Video soll wirklich neutral bleiben. Da möchte ich nur etwas zu den Nahrungsergänzungsmitteln sagen, denn da kann man wirklich den Namen sagen. Vitamin B6 als Nahrungsergänzung, als Vitaminkomplex hilft super, so eine Schwangerschaftsübelkeit zu stabilisieren. Das haben Studien ganz klar gesagt und gezeigt. Also da sind Multivitaminpräparate auf jeden Fall richtig. Ansonsten gibt es natürlich einen Haufen Medikamente, unterschiedliche Darreichungsformen, die gut wirken können. Es muss nicht nur die Tablettenform sein. Es gibt sogar, wenn man die immer wieder ausspeit, jede halbe Stunde, haben die natürlich wenig Sinn. Es gibt auch Zäpfchen, die man sich entweder in den Popo einführen kann oder auch vaginal einführen kann. Es gibt sogar Medikamente, die man sich subkutan, also selber spritzt. Ist nicht jedermanns oder jeder Fraus Sache, aber auch das gibt es, um dieses lästige Herauswürgen, Herausbrechen der Medikamente zu verhindern. Dann habe ich schon angesprochen, psychosomatisch, hört sich immer so ein bisschen abstrakt an, aber auch da kann man versuchen, sich einigermaßen Stabilisierung zu schaffen. Erstens, indem man natürlich die auslösenden Faktoren, ob das jetzt Kohlensäure ist, Kaffeegeruch, Zwiebelgeruch, irgendein anderer Geruch ist, sich einfach zu vermeiden, ein Vermeidungsverhalten auszuüben. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, sich einigermaßen stressfrei in der Welt zu bewegen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer, wenn man schon Kinder zum Beispiel zu Hause hat oder an der Arbeit gestresst ist. Aber das ist etwas, was sehr gut helfen kann, wenn man einfach krank ist und im Bett liegt. Und jeder, der eine richtige Hyperemesis gravidarum hat, kann eigentlich nicht viel anderes machen, als rumzuliegen. Das ist ein ganz großer Aspekt, auch sich ein bisschen zu schonen.
Das sind also so die drei Bausteine. Ein weiterer Baustein, der sehr gut funktionieren kann, ist Akupunktur. Akupunktur machen viele Hebammen, da einfach mal nachfragen. Gibt auch Akupunkteurinnen, Akupunkteure, die das machen. Da auch einfach mal googeln oder die Frauenärztin, den Frauenarzt fragen, ob es da irgendwelche Adressen gibt. Das kann sehr, sehr gut auch mit unterstützend wirken und funktionieren, wenn man sich darauf einlassen möchte. Das sind so die groben Bausteine, die man auch zu Hause durchführen kann. Wenn der Stoffwechsel wirklich so desaströs entglitten ist, muss man natürlich diese stationäre Aufnahme in Kauf nehmen. Wir versuchen dann per Infusionen diese Stoffwechsellage wiederherzustellen, können die Blutbild oder das Blutbild kontrollieren, können gucken, wie die Elektrolyte sind, können Glukose per Infusion geben und die wirklich gravierenden Fälle kann man sogar künstlich ernähren über die Vene. Das passiert wirklich ganz, ganz selten, aber auch die Möglichkeit gibt es natürlich dann im Krankenhaus, dass man solche Maßnahmen machen kann. Aber vorerst braucht man vielleicht gar nicht stationär aufgenommen werden. Das muss dann aber tatsächlich deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt mitentscheiden, ob da jetzt die stationäre Aufnahme gewünscht ist oder sein muss oder eben nicht. Aber grundsätzlich muss es erstmal nicht sein. Das war das Video zum Thema Hyperemesis gravidarum. Ich hoffe, ich konnte alle deine Fragen soweit beantworten und du bist jetzt so up to date, wie es nur geht bei dem Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, lass es mich durch einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal, adde mich auch bei Facebook und Instagram und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.